Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf LDJ Games. Willkommen zu einer neuen Folge LDJ Let's Play, in der ich eure Spiele einfach mal angucke und teste und ein bisschen was dazu sagen werde. Und was steht heute an? Wir müssen das Ganze erst noch auslosen. Ich habe hier schon ein kleines Glücksrad vorbereitet und die Zahlen stehen hierfür in dem Fall für die verschiedenen Apps, die momentan eingesendet wurden. Wenn du deine eigene App mal einsenden möchtest, dann schreibe einfach in die Beschreibung von deiner App, bevor du sie hochlädst, einfach #LDJLetsPlay rein und dann werde ich die ganze App auch finden und dann wird sie auch in dem Fall irgendwann mal in irgendeinem Video eben gespielt. Ja, und welche App heute dran ist, das werde ich jetzt auslosen. Hier habe ich mein kleines wunderschönes Glücksrad und da werden wir jetzt einfach mal dran drehen und dann gucken wir mal, welche Nummer heute dran ist. Und die Nummer 6 ist es geworden, das heißt, wir zählen einfach mal runter. Heute nehmen wir eben jetzt dieses Super Mario Spiel von Sam's Builder World dran. Und in der Beschreibung steht nichts Besonderes. Wir gehen einfach mal in die Statistiken rein und gucken, ob wir da irgendwas finden. Und hier wird es schon interessanter. Was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Szenen. Das sind 4 Stück insgesamt. Skripte ganze 1145, Bausteine sind es schon 3110, Figuren und Objekte sind es 187, Aussehen 391 und Klänge 30. Bei den Klängen kann ich euch leider nicht viel behilflich sein, weil ja Klänge kann man nicht aufnehmen auf dem Handy, das ist ein bisschen doof. Genau, und ansonsten könnt ihr hier nochmal kurz die Bausteinstatistiken angucken, die sind aber eher unwichtig. Auf jeden Fall interessant, die App ist schon gar nicht so klein und ich gucke mal, welche Idee dahinter steckt. So, oh okay, ein selbstgezeichneter Mario erwartet uns hier und Super Mario The Correct Choice. Okay, interessant, das ist auf jeden Fall lustig, da sieht man auch schon, da hat man sich Mühe gegeben, man kann ja auch einfach ein Design aus dem Internet holen, aber nee, gleich mal kurz Mario selber zeichnen, ist auch natürlich eine coole Sache. Ich gehe hier mal auf Los und jetzt heißt es hier bitte warten. Du kannst die Sprache in deinem Spiel ändern. Ach, okay, das ist ja cool. Hier werden mir jetzt verschiedene Tipps angezeigt. Das ist ja bei manchen Ladebildschirmen tatsächlich so, dass man eben diese ganzen Tipps angezeigt bekommt. Ah, jetzt sind wir auch im Hauptmenü. Ich gucke gleich mal, ob dieses Laden auch wirklich notwendig ist. Ich glaube nämlich nicht, aber wir werden natürlich erstmal das Ganze in Ruhe angucken. Gut, was haben wir hier? Wir haben den Start und wir haben Luigi-Modus. Ich würde einfach mal auf Start gehen, oder? Was für ein toller Tag, um spazieren zu gehen. Was ist das denn? Okay. Ah, okay, ich verstehe. Soll ich das Ganze jetzt berühren oder ignorieren? Ich treffe auf diese Maschine. Was würde ich machen? Was würde ich machen? Ich denke, ich würde diese Maschine auch berühren. Deswegen gehe ich hier einfach mal auf Berühren. So, ich habe die Maschine jetzt berührt. Oh oh. Okay. Game over. Neustart. Na dann. Geht's nochmal von vorne los. Und diesmal berühre ich die Maschine natürlich nicht. Ist ja klar, ich ignoriere sie einfach. Könnte ja gefährlich sein eben. Und deswegen... Ach ja, tatsächlich. Oh, coole Animation auf jeden Fall. Ich treffe auf ein gefährliches... auf einen gefährlichen Strahl. Was mache ich? Ich überlege mir mal kurz, soll ich den Teleporter benutzen oder soll ich lieber ein Schild benutzen? Ja, wenn ich das Schild vor mich halte, dann könnte der Strahl ja trotzdem von oben raufkommen, deswegen benutze ich natürlich den Teleporter. Okay. Neustart. Na dann, die Maschine, die nehme ich natürlich nicht. Ignorieren. Diesmal nehme ich das Schild. Oh, okay. Okay, na dann. Oh, da unten seht ihr es? Da, falsche Richtung, da. Da lädt's. Oh, ich habe Level 2 schon. Oh, cool. Level 2. Oh nein, die Türe ist abgeschlossen. Soll ich durchs Fenster gehen oder die Türe kaputt machen? Naja, ist das Fenster offen, ist die Frage. Sonst mache ich ja das Fenster auch kaputt. Ich gehe einfach durchs Fenster. Ich bin drin. Ich bin nicht drin. Sag mal. Oh, kann es sein, dass ich immer nur auf rechts klicken muss? Jetzt wird's komisch.
Okay, nochmal. Oh nein, die Türe ist abgeschlossen. Was mache ich? Ich mache die Türe kaputt. Mit einer Bombe. Oh Mann. Okay. Es ist ja eine lustige Sache auf jeden Fall. Dass ich an sowas so viel Spaß habe, hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ist auch nicht böse gemeint oder so, aber man kennt ja die ganzen Werbungen auf YouTube, wo man dann immer zwei Möglichkeiten hat und so. Und das ist sowieso immer fake, aber das ist ja jetzt schon lustig. So, soll ich jetzt die Goombas, möchte ich die mit einem Ball bewerfen oder möchte ich sie boxen? Ich glaube, Boxen ist richtig. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich verliere ständig. Ich muss den Mist immer von vorne machen. Mann! Also Neustart. Oh nein, die Türe ist abgeschlossen. Ich mache die Türe kaputt. So. Jetzt ist ein Loch in der Tür. Ich spring rein. So, ich werf einen Ball auf die. Oh Mann. Es gibt noch Level 3. Aber ich glaube, ich mache Level 3 nicht. Ich glaube, ihr solltet das selber mal weiterspielen. Ich gehe einfach mal zurück zum Hauptmenü. Oder was gibt's hier noch? Es gibt sogar noch Quests. Oha, okay, cool. Finde die geheime Luigi-Mütze. Finde ein... Die komische Wolke, okay. Level 2, Fenster zu. Und ein Leben für Mario, okay. Heißt so viel wie, ihr müsst sogar noch Quests abschließen. Das habe ich jetzt natürlich auch nicht geschafft. Ich habe ständig irgendwie versagt. Ich gehe aber jetzt mal zum Hauptmenü. Das Spiel speichert die Daten nicht, wenn du zum Hauptmenü... Ja, ich gehe trotzdem zum Hauptmenü. Ich möchte noch einmal kurz den Luigi-Modus ausprobieren, falls der schon verfügbar ist. Oh, jetzt habe ich versehentlich getippt. Ah, ein Quiz. Okay, ein Quiz. Darin bin ich vielleicht etwas besser. Wie heißt das erste Spiel, wo Mario drin vorkommt? Ja, das ist mit Sicherheit Donkey Kong gewesen. Ist Marios Bruder Luigi mutig und selbstsicher? Ich würde eher nein sagen. Wie heißt das erste 3D-Mario-Spiel? Das ist 64. Wann wurde die Firma Nintendo gegründet? Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich weiß nicht, ob 1800, ich glaube eher nicht. Oh, und da war's. Da war ich falsch. Ja, auf jeden Fall cool. Oh, und hier kann ich noch in den Einstellungen die Sprache ändern. Das ist cool, auf jeden Fall. Und den Ton kann ich auch ändern. Was gibt es hier noch? Okay. Cool. Die neueste Version wird mir hier sogar noch angezeigt. Auf jeden Fall cool. Das könnte ich jetzt öffnen, wenn ich möchte, aber ich bleibe jetzt erstmal hier. Also, Fazit zu dieser wirklich lustigen App. Ich finde es wirklich cool. Der eine oder andere könnte eventuell meinen, ja, das Design ist jetzt nicht so gut gelungen. Ich finde es überhaupt nicht so. Also ich finde wirklich, das Design passt wirklich super zur App. Auch, dass man wirklich für jede Animation das Ganze gezeichnet hat, das zeigt mal wieder, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Ich würde mich freuen, wenn es dafür noch Updates geben würde. Und falls ihr jetzt denkt, okay, ich möchte das Ganze auch mal ausprobieren, der Link ist unten wie immer in der Videobeschreibung. So, und da ich ja vorhin noch sagen wollte, ich möchte nachgucken, ob dieser Ladebildschirm auch wirklich wichtig ist. Deshalb gehe ich einfach mal in die Skripte rein und schau mal kurz ein bisschen mich da um, und dort ist der Start und das haben wir hier. Hier ist auf jeden Fall der Ladetext und wir haben hier auch verschiedene Hintergründe wahrscheinlich. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben hier die Prozentanzeige und wir schauen mal hier rein. Ja, das ist einfach nur ein bisschen Show, ist auch in Ordnung. Wir sehen hier auch die verschiedenen Prozentzahlen, kein Problem. Man hätte es auch mit einfach Variablen lösen können, das wäre auch kein Problem gewesen, aber auf jeden Fall eine nette Sache.
Ja, das wär's für diese Folge gewesen. Vielen Dank für deine Einsendung, Sam's Builder World. Ich habe mich sehr gefreut darüber und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!